warst mein Bruder, Nick. Ich half dir bei der Flucht aus dem Institut. Wir gingen gemeinsam. Wenn ich dein Bruder wäre, wüsste ich es. Das alles haben wir nur diesem verdammten Funkgerät zu verdanken. Der Festlandbewohner. Super. Du ballerst ein bisschen rum und denkst, du bist ein Held. Das ist unser Kampf. Unsere Insel. Todesvorhersagen. Vor Harbor und das Zentrum der Insel. Es ist schade. Sie sollte sich auf sich und ihr neues Leben konzentrieren. Bin ein Detektiv. Ich sollte dich finden. Du bist was? Was ist, wenn du das nächste Mal nicht hier bist, ha? Oder das Mal danach? Entweder kommen wir Harbor-Bewohner allein zurecht, oder wir treten zusammen die lange Reise an. Okay. Dima hat ein riesiges Geheimnis. Bist du noch fit? Ich muss nicht schlafen oder essen oder so. Wenn du das tun musst, machen wir Pause. Nicht unbedingt, Nick. Aber das machen wir jetzt alles noch nicht. Jetzt gehen wir mal zurück. Noch Arcadia BZW. In Arcadia sind wir, ich Trottel. Wir werden jetzt mal zurückspazieren in Richtung. Also da müssen wir hin. Warte mal. Where you belong. Ein Leben am Abgrund, das schalten wir jetzt einmal aus. Wie schaut's denn die Werkstätten überhaupt aus? Auch ganz gut. Sollen wir die mal drüber reden? Warte mal. Ich setze da einen zweiten Speicherpunkt. Dima? Ja, was denn? Einen geilen Sessel hat er. Kasumi sagt, dass sie Teile deiner Erinnerung gesehen hat. Todesvorhersagen für Frau Haber und das Zentrum der Insel. Das ist schade. Sie sollte sich auf sich und ihr neues Leben konzentrieren und nicht die Last der Welt um uns herumtragen müssen. Bitte, das ist eine Sache für mich und meine Berater. Wir planen nicht, die Insel zu vernichten. Diese Berechnungen dienten nur dazu, uns die Folgen der Untätigkeit zu verdeutlichen. Nur ein nützlicher Hinweis, wie? Du erwartest, dass wir dir das einfach glauben? Wenn das die ganze Insel umfasst, brauchst du Hilfe. Ich kann das Problem lösen, wenn ich dabei sein darf. Es wäre wohl dumm, Hilfe abzulehnen, wenn man sie braucht und sie einem angeboten wird. Es gibt einen Konflikt zwischen Far Harbor und den Kindern des Atoms, der schon seit der Gründung Arcadias besteht. Einfach gesagt, sie wollen sich umbringen und beide Seiten wollen unsere Hilfe. Wir haben versucht, neutral zu bleiben, aber der Nebel drohte Far Harbor auszulöschen, also haben wir ihnen die Kondensatoren gebaut. Und ich war mit dem vorherigen Anführer der Kinder des Atoms befreundet. Beichtvater Martin. Ich habe ihnen sogar die U-Boot-Basis, die sie jetzt den Nukleus nennen, überlassen. Was ein Fehler war, weil Martin Ford und der neue Beichtvater Tektis vollkommen verrückt ist. Er hat uns gedroht, will uns zwingen, uns für eine Seite zu entscheiden. Ich habe etwas sehr Wichtiges in der U-Boot-Basis zurückgelassen. Dimas früheste Erinnerungen befinden sich in den Speicherbänken der Militärbasis. Die Vorkriegssicherheitssysteme und Beichtvater Martins Wohlwollen sollten sie schützen. Aber jetzt hat Tektis das Sagen und ist hinter Dimas Erinnerungen her. Wir wissen nicht, woraus sie bestehen. Aber wir wissen, dass ich fast 100 Jahre allein auf der Insel verbracht habe. Was immer da drin ist, es ist zu gefährlich, um es Tektis zu überlassen. Deine Erinnerungen? Wow, du hast deine Erinnerungen zurückgelassen? Wie geht das? Als Zünd-Prototyp ist meine Speicherfähigkeit begrenzt. Ich habe Computer genutzt, um sie zu erweitern, um mir Platz zum Denken zu verschaffen, um neue Dinge zu sehen. Ich musste einige meiner frühesten Erinnerungen zurücklassen, als ich den Kindern des Atoms die U-Boot-Basis überließ. Ich dachte, sie wären dort sicher.
Du sorgst für Fahrhabers Sicherheit. Nicht ganz. Ihre Unabhängigkeit ist ihnen wichtig, aber der Nebel breitete sich immer mehr aus. Also schlug ich ihnen einen Handel vor. Wir gaben ihnen die Technik, um den Nebel fernzuhalten, und sie wurden zu unserer Verbindung zur Außenwelt. Eine sichere Anlegestelle und ein Ort, um Vorräte zu kaufen. Leider sehen die Kinder des Atoms den radioaktiven Nebel als heiliges Zeichen. Und aufgrund ihrer blutigen Geschichte mit Fahrhaber ist unsere Beziehung nicht die beste. Die Kinder des Atoms auf dieser Insel, du hast ihnen geholfen? Ja, ich weiß, ihre Verehrung der Strahlung als eine Art Gott ist etwas ungewöhnlich. Aber ich will mir kein Urteil erlauben. Ich habe in der U-Boot-Basis gelebt, als Martin und seine Anhänger dort ankamen. Sie waren wegen ihres Glaubens aus Fahrhaber vertrieben worden. Als ich ging, um Arcadia zu gründen, wusste ich, dass die Basis in sicheren Händen war. Sie brauchten eine Heimat, einen Ort, an den sie gehören. Genau wie ich. Aber Martin ist verschwunden und sein Nachfolger Tactus will den Streit mit Fahrhaber beenden, indem er den Nebel die Stadt verschlingen lässt. Was kann ich tun, um zu helfen? Wenn du bereit bist, mir zu helfen und mir meine Erinnerungen zurückbringst, sind wir einen Schritt näher dran, diesen Konflikt ohne Blutvergießen zu beenden. Du musst durch die Basis der Kinder des Atoms. Du bist neu auf der Insel, also kannst du dich vielleicht als Rekrut ausgeben. Hast du die Speicherbänke gefunden? Musst du ein spezielles Programm benutzen, das Dima und ich entwickelt haben, um die Sicherheitssysteme zu knacken? Das wird anders sein als das Hacken sonst. Du wirst in mein geistiges Netzwerk einbrechen. Es wird dich als Eindringling sehen. Ich habe das Programm mit Anweisungen von mir geladen, die dir helfen werden. Es ist leider schwierig zu erklären, wenn man es nicht selbst gesehen hat. Also, wie funktioniert das Programm? Da ist ein normales Terminal mit einigen Erweiterungen. Mit dem Programm kannst du auf das Terminal zugreifen. Sobald du versuchst, eine Erinnerung zu holen, könnte sich deine Perspektive etwas verschieben. Keine Panik. Das Programm erklärt dir alles, sobald es nötig ist. Ich besorge deine Erinnerungen, Dima. Die Kinder des Atoms konnten die Vorkriegssicherheitsmaßnahmen hoffentlich nicht überwinden. Das heißt aber, dass du das jetzt schaffen musst. Noch eine Sache, bevor du gehst. Was du auch immer tust, greif die Kinder des Atoms nicht direkt an. Das oberste Ziel muss Frieden sein. Wenn du sie angreifst, sehen sie sich im Krieg mit der Außenwelt. Wenn wir in deinen Erinnerungen was Verdächtiges finden, kommen wir zurück. Darauf kannst du dich verlassen. Richtig. Aber leider werden wir einen Haufen finden, der so groß ist wie der größte Scheißhaufen, den du je in eine Keramikschüssel gesetzt hast. Dimas früheste Erinnerungen sind in den Händen der Kinder des Atoms. Er hat Angst vor dem, was sie herausfinden. Darum ging es bei diesen möglichen Opferzahlen also? Dima wollte die Insel nicht vernichten. Er hatte Angst, dass das die Kinder des Atoms tun? Oder verbirgt er noch immer etwas? Was sind das für Erinnerungen, dass er sie zurücklässt? Steckt da wirklich etwas Gefährliches drin? Hast du einen Weg gefunden zu seiner Erinnerung? Und an den Kindern des Atoms musst du auch noch vorbei. Die Kinder des Atoms. Was weißt du über sie? Ich habe vor einiger Zeit im Commonwealth von ihnen gehört. Verehren die Strahlung oder so. Ich war nicht lange in Fahrhaber. Aber ich weiß, sie sind dort sehr verhasst. Ich habe zufällig gehört, wie jemand darüber sprach, einen Missionar der Kinder zu töten. Ich verstehe Dimas Sorge. Wir müssen nur sicher gehen, dass er nicht noch etwas im Schilde führt. Ich habe dieses Programm von Faraday und Dima. Damit soll ich Zugang zu den Speicherbänken erhalten. Wirklich? Und wie funktioniert das? Als ich mir die Computer dort angesehen habe, saß Dima auf seinem Stuhl. Den habe ich angezapft. Vielleicht musst du dich, so an die alten Speicherbänke anschließen wie er. Mit einer Verbindung zwischen deinem Kopf und dem Computer. So ist es bestimmt. Dann würde Faradays Programm Dimas Gedanken und Daten übersetzen und dir helfen, mögliche Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen. Tut mir leid, ich spekuliere nur. Es ist nur... Das ist ziemlich spannend, oder? Erzählst du es mir, wenn du was rausfindest? Ich behalte hier so lange alles im Auge.
Ich finde Dimas Erinnerungen, dann können wir weitersehen. Viel Glück. Wow. Sonic. Wir haben was zu tun und das ist eine jede Menge. Was ist das? Ist eine jede Menge? Naja, down. Der Segen des Vergessens. Und wir haben eine riesige Insel vor uns. Ach du Scheiße, ich habe jetzt Angst. Ah, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wir müssen da auf wieder und dann müssen wir dort aussehen. Ah, da. Hui! Können wir auf die Leiter? Nö. Wollen wir gleich auf Verhaber bleiben? Geschmäcker sind wohl wirklich verschieden. Ja, sicher nicht. Wäre ja blöd, wenn wir alle Helene Fischer hochhätten. Und jetzt da deine Schaltkreise durchrattern. Das kann ich jetzt schon versprechen. Und auf die Karten. Ach du Scheiße. Also was wir machen werden, wir werden jetzt vorerst wieder zurück noch ins Commonwealth reisen und werden einiges habe ich sehr. Warte mal kurz. Ein Verbrechen kannst du nicht einfach ignorieren. Ich habe reichlich zu tun, um meinen Leuten zu helfen. Brauchst du Arbeit? Geh zur Seefahrerin. Ich fasel ständig von irgendwas. Ich Köderladen hat alles, was du liebe dieses DLC. Ich will ehrlich zu dir sein. Auf dieser Insel ist es nie einfach, um Hilfe zu bitten. Schon gar nicht einen Fremden. Aber ich bin diesen Leuten gegenüber verantwortlich und habe eine Aufgabe für dich, wenn du willst. Außerdem bist du härter, als du aussiehst. Ich helfe gern nach Kräften mit. Wenn du das sagst. Wir kriegen unser Trinkwasser von einem Aufbereiter außerhalb der Stadt. Kurz bevor du kamst, gab es einen schweren Sturm, der die Nebelkondensatoren beschädigt haben muss, die Straße zum Aufbereiter schützen. Ich habe Howard Dunbar zum Reparieren losgeschickt, aber dann griffen die Meyer-Lurks an. Ich fürchte, sie haben ihn erwischt. Ich hatte gehofft, du siehst es dir mal an. Vielleicht könntest du, falls nötig, die Nebelkondensatoren wieder in Betrieb nehmen. Wenn du willst, verlass die Stadt in Richtung Süden. Wird natürlich bezahlt. Ich würde keinen Fremden bitten, seinen Kopf für uns zu riskieren, wenn nicht auch was für ihn rausspringt. In Ordnung. Ich mache mich auf den Weg. Gut. Unser Wasser geht schon bald zur Neige. Safe Passage. Und Souvenirs, nur solange der Vorrat reicht. Ja, du bist ja ganz ein feiner Pinkel, du. Ein Festlandbewohner wie du hat keine Chance gegen die Kriecher. Ha ha ha. Na, lach mal sie mal aus, ha? Jetzt werden wir mal schauen, wo der Longfellow seine Hütte hat. Warte mal kurz. Mal auf die Karte schauen, das Commonwealth, da ist Longfellows Hütte. Und da will man so hin. Das ist da um mich. Hui! Nö. Weil dann können wir nämlich als Commonwealth mit Longfellows Hütte verbinden, beziehungsweise die Materialien, was wir ablegen, abliefern und Dingsbums machen, ne? Zum Dingsbums, dass wir Dingsbums machen. Longfellows Hütte. Obwohl, da ist momentan, da passiert eigentlich eh nicht so viel.
Das wird vorerst einmal ein kleiner Rückzugsort für uns, wo wir alles ablegen können. Und das passt dann schon für den Anfang einmal. Okay. Können wir da irgendwas wegschrubben? Na, passt. Das da mal weg, das da mal weg, das da mal weg. Aha, dieses Hütchen können wir nicht wegtun. Ja, Longfellow hat alles da, was wir eigentlich brauchen könnten. Oh. So da. Als nächstes, ich hätte mir das so gedacht, schau her. Na. Strukturen, Holz, Böden. Schau her, ich hätte mir das jetzt so vorgestellt. Einmal, zweimal, dreimal. So, das ist einmal jetzt quadratisch praktisch gut. Faktisch. Was haben wir denn da alles herinnen? So. Na, das ist ein Korridor, das ist so ein Schaß und das ist der Schaß. Den haben wir da dazu, schau her. Den können wir. Na, da werden wir so einen Winkel hermachen, schau her. So. Das schaut ja mal ganz gepflegt aus. Da braucht man nicht viel mehr dumm tun. Und da scheißt man auch nicht viel mehr an. So. Dann als nächstes, kurz und knackig, rund und schön. Gibt es halt irgendwo einen Föhn? Steht hier H das krumm, ist die Banane auch gleich dumm. So, Entschuldigung heute für den Scheiß. Ich bin nur relativ gut aufgelegt heute. So, und wohlgemerkt, höret mir zu, das ist vorproduziert ganz viel im Nu, gell? Alter. Hör auf, bitte, Kenny. Bitte, 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 verschon uns. Passt. Da können wir uns wieder mal einen Generator einstellen. Da, wir haben eh 15 Stück davor. So. Dann machen wir daher diese Grütze. Na, wir werden das so machen. Geht sich das überhaupt aus? Mit der Höhe? Ja. Wunderbar. Das gefällt mir ziemlich gut. Warte mal.
mal. Es ist eigentlich eine wunderschöne Karten, beziehungsweise die Welt, die es da in Fahaber geschafft haben, die ist wunderschön. Obwohl, ja, sagen wir es, ich bin eigentlich... jetzt nicht unbedingt der größte Amerika-Fan, aber es gibt einige Orte in den USA, die man gerne mal anschauen tät. Hä? Wieso hauen die Lichter da jetzt nicht hin? Das müssen wir gehen. Mei. Kenny, verbind das einfach. Bingo. Schön. Sehr schön. Wir werden das später noch ein bisschen anders machen. Und die Gestaltung werden wir nachher noch ein bisschen anders machen. Aber vorerst passt uns das einmal. Mir geht es einzig und allein darum, dass wir mal einen Unterschlupf haben, wo wir ein bisschen was ablegen können und so weiter und so fort. Das wird so gesehen unser kleines Lager. Fallenstellerleder. Datamatte dabei weg. Warte mal. Okay, das ist diese. Nur wie gesagt, in Nick will ich nicht unbedingt mitnehmen. Warte mal. Oh. Egal. Das gehalten wir uns alles einmal bei uns. Und dort haben wir jetzt alles einmal was Futter und. Aber wir haben ja so viel Waffen auch noch. Ah, ne, ist ja gar nicht so viel. Frage, wo haben wir dann das. Ja. Wo wir das Gewicht her haben. Siehst du da jetzt eh schon, oder? Ja. Kilo Kaffee. Jetzt weißt du, wo wir das Gewicht haben. Und haben wir noch irgendwas mit, was uns ein bisschen... Na? Sehr fein. Gefällt mir. Alter Longfellow. Er ist ein cooler Charakter. Okay, jetzt nochmal zurück, weißt du was? Bringt technische Dokumente für Finde. Achso, okay. Fahrhaber.